Bundesgesundheitsminister Jens Spahn besuchte auf Einladung von Dr. Stefan Nacke die St. Franziskus-Stiftung Münster und das Franziskus-Hospital. Bei einem Rundgang konnte sich Jens Spahn zunächst ein Bild vom traditionsreichen und zugleich hochmodernen Hospital machen. Es war ein sehr, sehr guter Eindruck. Einmal mehr, als Münsterländer kenne ich die Franziskus-Stiftung hier in Münster auch gut. Es ist beeindruckend zu sehen, auch die Entwicklung der Stiftung in der Zusammenarbeit mit anderen Häusern im Verbund, aber auch in der Region. Und vor allem ist toll zu sehen, das große Engagement der Mitarbeiter mit viel Fachwissen, aber vor allem auch viel Einsatz für die Menschen unter nicht immer leichten Arbeitsbedingungen. Dabei führte ihn der Weg über die Intensivstation zur modernen zentralen Notaufnahme. In dem neu gestalteten Bereich verfügt das Hospital nun über neueste Behandlungstechnik und verbesserte Ablaufprozesse für eine optimale Versorgung des stetig wachsenden Patientenaufkommens. Anschließend hielt der Bundesgesundheitsminister einen Kurzvortrag zur gesundheitspolitischen Gesamtsituation in Deutschland. Danach folgte ein Gespräch mit Mitarbeitenden aus verschiedenen Einrichtungen der St. Franziskus-Stiftung. Dabei ging es um Fragen rund um die Pflege wie Personalbemessung, die Einführung von Pflegebudgets und auch die Herausforderung, den Pflegeberuf attraktiver zu machen. Auch Fragen zur konkreten Krankenhausplanung, zur auskömmlichen Finanzierung der Krankenhäuser sowie zur Förderung der Digitalisierung, wie sie im Krankenhaus-Zukunftsgesetz eingefordert wird, kamen zur Sprache. Insbesondere bei den Arbeitsbedingungen sieht Jens Spahn einen Wandel und viel Bewegung. Man muss sich gut kümmern, besser kümmern, als das vielleicht manchmal in der Vergangenheit der Fall gewesen ist, was Arbeitsbedingungen angeht, was Schichtplanung angeht. Man kann die halt nicht mehr machen wie irgendwie vor 20 Jahren. Mein Eindruck ist, die Franziskus-Stiftung ist da auf einem guten Weg. Nach gut 2 Stunden geht ein kurzer Besuch bei der Franziskus-Stiftung mit intensivem Austausch mit den Pflegekräften zu Ende.